Hallihallo, liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eine weitere Folge King of Retails mit dem Fragen kennen. Wir sind in den nächsten Tag gestartet. Unser Manager weinen mal wie üblich. Das darf natürlich nicht fehlen. Sehr gut. Unsere Verkäufe, den nächsten Skillpunkt müssten wir haben, also den Konzeptpunkt. Wir sind ein Megamarkt mittlerweile. Yes. So, 5 Konzeptpunkte verfügbar. Das ist sehr schön. Konzernvermögen steigt wieder. Okay, wir gehen in die Stadt. Ich glaube, wir holen uns das Renommee für die Hemden. I think so. So, die vorletzte Folge, die ich nachvertonen muss. Gott sei Dank, ich habe es bald geschafft. Ja, das Renommee haben wir sehr, sehr gut. Nun denn. Dann ab in den Laden. Nee, wir gucken nochmal noch, ob der Konzernleiter irgendwas geskillt hat. Nein. Vielleicht gucken wir mal oben noch. Ja. Wir schauen, die Taschentücher auffüllen, weil die weinen ja mal sehr viele. Ach ja, guck mal hier. Er hat wieder was geskillt. Aber seine Laune ist mittlerweile auch besser geworden. Gut, dann hier machen wir mal den Skillpunkt noch ein. So. Hier eigentlich keiner mehr rot, aber trotzdem jammern unsere Manager die Anzeige. Ich verstehe es halt einfach nicht, ne? Die ist, glaube ich, prinzipiell einfach dann so die Heulsusen Activision oder so. Ich habe keine Ahnung. So, ab in den Laden. Gut. So. 2000 Euro haben wir hier noch am Konto. Wir haben hier relativ viel leer, weil wir da die Rabatte letzte Folge für die Hemden hingehängt haben. Das hat für einen starken Abverkauf gesorgt. So, da kann man nichts mehr auffüllen. Du kannst, ja genau, ich wollte es gerade sagen, spul mal ein bisschen vor, das geht sich schon aus. So, ich hoffe nur, meine Kartoffeln kochen jetzt nicht über, das wäre natürlich schlecht. So, der Laden ist offen. Jerome hat ein bisschen Husten. Und kaum ist unser Laden geöffnet, laufen alle Kunden weg. Das ist geil. So, Jasmina und, ich kann es nicht erkennen, den Namen. Paulina? Ich glaube, Paulina ist es. Starten mit uns in den Tag. Die dürften jetzt gleich eintrudeln. Derweil kommen ja schon die ersten Kunden. Hallo, ja, kommen Sie rein hier. Wir haben Schuhe. Schuhe. Gleich zwei, die sich nicht sicher sind, aber ich glaube, die zweite werde ich mal wieder nicht schaffen, oder? Ja, die geht schon wieder. So, gut, aber er geht trotzdem rein, er ist glücklich. So. Okay, okay, da kann man gleich wieder ein bisschen auffüllen. Geht schon gut was weg hier. Paulina ist voll begeistert, die freut sich. Das ist so gut. Paulina, da hinten braucht jemand deine Hilfe. Paulina! Ja, na endlich. Sie ist fertig mit ihrer Selbstföhnerei. Keine Kasse offen, was? Laber doch keinen Scheiß, da kommt. Kannst doch gleich hin an die Kasse. Vielleicht sollte ich mal größere Kassen kaufen. Ich glaube, das machen wir auch demnächst mal, oder? So, hier ist wieder leer, ja. Hast du nicht genug? Hast du den Mindestbestand nicht erhöht? Ich hab's dir gesagt in der letzten Folge. Aber du wolltest nicht hören. Ja. So, dann hier noch ein bisschen auffüllen. Ja, er nimmt jetzt wieder so einen schwarz-weißen Pulli. T-Shirts, haben wir noch ein paar da, das ist gut. Da hängen wir natürlich ein paar hin. So, Paulina, übernimmst du das mal bitte? Paulina. Ja, ich denke, die kümmert sich schon gleich drum. Ist ja, die ist ja fleißig, die Paulina, das geht sich schon aus. So, hier ein paar Schüchen verkauft. So, dann die Badelatschen. Wunderbar, geht auch weg. Hier geht auch was weg. Das gefällt mir doch, wenn der Laden so gut läuft. So, schön viele Kunden kommen hier rein, bleiben gar nicht mehr draußen stehen. Passt optimal. Ja, Paulina kommt gleich, bleibt flauschig.
So, Christian, unser Rabattkönig, kommt heute auch wieder. Ich hoffe, der ist diesmal nicht ganz so rabattfreudig. So, Timo und Luisa sind auch da. Timo wird wahrscheinlich wieder Lager machen. Ja, sehr gut. Ja, Christian, streng dich heute ein bisschen an. Ja, weniger Tippfehler bitte. Hi, Dude. Hi, hi. Hast du Bock auf Schuhe? Sehr interessant, sagt er. Das gefällt mir. Wenn er begeistert ist, das gefällt mir auch. Ja, ich hab gerade mal eine Lauschattacke ge gemacht und ich höre meine Kartoffeln noch nicht überkochen. Das ist gut. Nun, kleiner Fun Fact: Morgen ist Halloween, an dem ich die Folge nachvertone. Aufgenommen habe ich sie schon, keine Ahnung. Und heute ist rausgekommen: Folge. Oh, warte. Das muss ich mal nebenbei kurz erörtern. Veröffentlicht Folge 40. Oha, hallo Sie, hallo, hallo, hast du Bock? Schuhe. So, und wann die Folge veröffentlicht wird, das ist Folge Nummer 69, also in einem Monat. Alles klar. Ja. Ich hab gar nicht viel aufgenommen, nein. Hat gar nicht süchtig gemacht, hier zu spielen. Könnte jeden Tag zwei Folgen veröffentlichen. Aber vielleicht mache ich das auch mal ein bisschen. Aber dann muss ich erst alles rendern und hochladen. Wie gesagt, ich habe schon. Oh Gott, Christian, nicht schon wieder, oder? Wir haben das doch geübt. Eine Gehaltserhöhung wolltest du auch. Und jetzt haust du hier schon wieder so eine Scheiße rein. Wenn du so weitermachst, dann kündige ich dich. Der hat keinen Bock auf Schuhe. Dann geben wir mal auch nicht Hosen. Ja, gut. So, ja, gut. Und aufgenommen habe ich, kann ich das überhaupt sagen? Nochmal 50 Folgen oder so? Lass mich mal gucken. Ja, aufgenommen, die letzte Folge ist 111. Was? Okay. So viel im Voraus habe ich noch nie aufgenommen. Das habe ich noch nie mal beim LS geschafft, obwohl ich da auch mega Bock hatte. Aber weiß nicht. Die Lieferung ist da. Sehr gut. Sie kommt heute mal nicht verspätet. Hoffentlich kommt heute nicht der Buggyman wieder. Der beliebte, verkackte Paketbote. Ja, ist ein guter Paketbote. Geil. Geil. Hopp hier, rennen jetzt mit der Ware. Sehr schön. Na hopp, komm, schmeiße hin. Dann packe ich mal das eben schnell aus. Zap, zap, zap. 280 Artikel geht ja easy. Also es wird auf jeden Fall wieder Folgen für den LS geben, ja? Nicht mehr für den 19er, aber für den 22er. Der müsste ja. Ich weiß nicht, mit Erscheinen dieses Videos schon draußen sein. Weiß noch nicht. Vielleicht, wenn ich wieder wirklich mehr zwei Folgen an einem Tag raushau, kann es sein, dass es dann erst, dass der LS ein paar Tage später rauskommt. Aber das weiß ich noch nicht, wie ich das zeitlich schaffe, weil es halt immer schon aufwendig hier alles zu beschriften und ja, alleine das Hochladen dauert immer ewig. Aber ich gebe mir Mühe, das möglichst vorzubereiten, dass das dann alles fertig ist. Und weiterspielen muss ich auch noch ein bisschen. So viele Tage bis zum LS haben wir ja auch nicht mehr, ne?
Und dann, wenn wir erstmal da wieder Vollgas aktiv sein, freue ich mich schon drauf. Und Autofahren tue ich auch noch nebenbei. So viel Spiele, so wenig Zeit. Ich habe schon überlegt, ob ich mal eine Aufnahme zu Civ machen soll, weil ich das ja auch sehr gerne spiele und sehr viel. Aber weiß nicht, das ist. Könnte ich eigentlich mal machen. Oder ich mache es mal im Stream. Aber dann müsste ich dazu streamen. So, dann haben wir das mal ausgepackt. So, ja, wunderbar. Schauen wir mal, was kann man auffüllen? Die Hosen. Timo, wie sieht's aus? Ja, ist jetzt nicht so das Brain beim Auffüllen. Ich hoffe, der wird ein bisschen schneller irgendwann mal noch. Aber ansonsten läuft ganz gut, ne? So, alle Kunden kommen direkt rein. Bleibt eigentlich kaum jemand draußen stehen. Das ist sehr gut. So, hi Leute, wie sieht's aus? Gefällt euch die Pause? Ja? Sollen wir hier mal auch mal hübsch machen, den Pausenraum? Oder taugt euch das so? Ah ja, habt ihr Kaffee? Oh Gott, danke, dass ihr frischen Kaffee gemacht habt. Das haben wir nach dem Auspacken auch echt verdient. So, Dann gucken wir mal, kann man irgendwo was auffüllen? Die schwarz-weißen Pullis vielleicht? Andi, die Pullis? Sehr gut. Und dann die T-Shirts noch. Ja. Ach, sehr gut. Wir verstehen uns einfach. Ja, man könnte echt meinen, wir haben schon mal Zeit miteinander verbracht. Also der Franke und ich, aber eigentlich kennen wir uns gar nicht. So, genau hier immer schön die Röcke auffüllen, die verkaufen wir ganz gut und die Hosen. So, Luisa kümmert sich um die Dame, das ist sehr gut. Christ Paulina. Paulina? Ah, Paulina? Oh, Paulina geht nach Hause. Ciao, Paulina. Schönen Feierabend. So, Ja, Luisa. Ja, die hat es hier voll im Griff. Sehr gut. Ja, läuft doch jetzt mittlerweile, ne? Find ich gut. Alle kommen rein direkt. Dass man sich nicht mehr draußen hinstellen muss, dass die hier direkt in den Laden reinkommen. Das ist schon cool, aber ich habe es, glaube ich, schon mal angeteasert. Es gibt ja dann mit dem Update, was ich in ein paar Folgen spiele, ist es ja so, dass man dann Begrüßer haben wird, die draußen auf der Straße stehen und dann quasi die Leute anquatschen und in den Laden quasi bringen, dass man das dann auch nicht mehr machen muss. Finde ich eine sehr geile Idee. Freue ich mich schon darauf, wenn ich das hier umsetzen kann. So, Schuhe, mein Dude, Schuhe willst du haben? Ja, I know that, Schuhe. The one and only Schuhe. So, Schön, ja, drück mal die richtigen Knöpfe. Sehr gut. Hopp, jetzt hin mit dir. Kaufen, kaufen, kaufen. So, Christian, mittlerweile läuft es besser hier. Nicht mehr so viele Tippfehler, ne? Das gefällt mir eigentlich. Sehr gut. Weitermachen. So, ansonsten. Auffüllen müssen wir auch nicht so. Der Timo hat es mittlerweile ganz gut im Griff. Oh ja, weiße Schuhe verkaufen mache ich gerne. Mache ich gerne.
Thanks. So, Entschuldigung, ich war kurz geistesabwesend. So, schauen wir mal, was passiert denn hier jetzt? Ja, weiter auffüllen, fein, fein, fein. Umsatz, ja, ist okay, ne? Die Werbung ist ausgelaufen, man merkt es, aber man muss die jetzt wieder erneuern, dass wir hier wieder mehr Kunden reinkriegen. Mhm. Lucy an der Kasse. Ja, Lucy ist ja mittlerweile. Die ist ja gut an der Kasse. So, schön alles wieder auffüllen. Jojo. Tun wir. Damit die Schicht morgen früh hier sich nicht so abplagen muss. Ja, hier, nimm noch schnell einen Hock und dann fülle ich auf. Ja, doch nicht. So, wie sieht der Lagerbestand aus? Boah, ziemlich voll noch das Lager. Aber genauso muss es sein, dass wir nicht permanent leer laufen. Ne? Das ist da genau, wo wir hinwollen, dass alle Ware immer vorrätig ist. Oh ja, jetzt kommt aber nochmal ein schöner Schwung Kunden rein. Sehr schön. Allzu ein mit euch. Ich freue mich. Hm? Ihr lasst durch euer Geld da. So, da die Hosen gehen natürlich wie die Hölle hier immer noch und die Schuhe. So, ja, das sind T-Shirts. Mhm. Ja, die kann man sich so über den Oberkörper anziehen. Das sind toll. Ja. Mhm. Oh ja, das hat mehr oder weniger. Oh, ich muss im Verkauf tun. Bin ich alleine hier? Oh, wie ist das denn passiert? Ach, irgendjemand war krank, ne? Ja. Yeah. So, ich muss mich beeilen, bevor der Laden schließt. Drück schneller die Tasten. So, geschafft. Der Laden hat doch offen hinten. Huh, kurz vor Feierabend. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. So, Gut, noch überall kurz was auffüllen. Hier hin, ja, da drüben bei den Hosen auch noch. Da die T-Shirt da. Sehr gut. Alles klar, schöner Verkaufstag heute. So Lucy, komm, wir gehen. Du darfst Feierabend, ich muss noch ein bisschen buckeln im Büro. Hilft dir nichts, ne? So, das Darlehen haben wir auch noch. Umsatz heute, was waren das? 9000 waren es nicht, oder? So, Christian hat einen Skillpunkt. Oh ja, da machen wir gleich mal die Tippfehler raus. Oder das Kassiertempo. Nein, mach die Tippfehler. Drück drauf! Oh, Gott sei Dank. Weniger Rabatte. Ja, das kann er nicht lernen, weil er ein Tollo ist, aber gut. Was? Kannst du machen? Nix, ne? Kannst du machen? Nix. So, wir haben wieder irgendwelche lustigen E-Mails. Verkauf von Streetlife im Angebot. Jerome will höhere Löhne haben. Mhm. Schon wieder. Der hat doch letztens erst eine Gehaltserhöhung bekommen. So, 180 Artikel nur verkauft. Das ist schon wenig, ne? Jetzt, ich hab dir doch gesagt, das ist zu niedrig. Mach das doch mal höher. Im Mindestlager. Ja. So, genau, gehen wir da ein bisschen hoch. Alles gut. Mhm. Jetzt kontrolliere ich mal, wie der Lagerbestand ist und die Abverkäufe. Ja, aber das hat da, ja, obwohl das geht. Hier auf jeden Fall ein bisschen mehr und da auch auf jeden Fall mehr. Genau. 5 mehr ist auf jeden Fall gut, ja. Und hier? Die sind eigentlich ganz gut immer weggegangen. Ja, da kannst. Ist okay. Die kriegen wir auf jeden Fall verkauft. So, und dann bei Schuhe.
Aber Schuhe haben doch alle gepasst, oder? Da war doch gar nichts leer gelaufen. Also nur eventuell die schwarzen Pantoffeln hier, die waren immer relativ. Die hast du, guck mal, die hast du gar nicht im Mindestbestand drin. Habt ihr das gesehen? Aber ich habe das gesehen. Da, die sind auch nicht drin. Was ist denn da los? Ja, das muss ich wohl nochmal hier durchgehen. Da habe ich einiges vergessen an Material. Da hatte ich wohl ein bisschen schlampig gearbeitet. Aber ja, es fliegt ja doch irgendwann auf, wenn der Bestand runtergeht und nichts nachbestellt wird. So, gucke ich dir das jetzt alles durch? Ist da nicht jetzt dein Ernst, oder? Ja. So, da die blauen, die sind drin, oder? Ja, die sind drin. Ja, das mach ich dann mal später. Da, guck mal, es sind schon 223 Artikel. 186. Hä? Hier, genau, Mindestlager. So, 209 Artikel. Ja, genau, passt. Kannst du drücken, uff, der Knupp. Gut. So, dann, was machen wir noch? Werbung. Oh ja, Werbung muss man auf jeden Fall machen. Was machen wir da zuerst? Ich würde es aber auch verteilt machen, ne? Nicht immer alles auf einmal, sondern da kannst du es mehr nutzen, wenn das ein bisschen verteilt ist. Mach mal die Fashionland oder so, oder Schnäppchenjäger. Nachrichten laufen ja noch so ein bisschen. Hat ja noch 40% Wirkung. Genau. Ja, Schnäppchenjäger kannst du machen. So, Schuhe wieder groß, oder? Hemdenmittel, ja. Schön in die Ecke rein, damit man möglichst viel Personengruppen noch hinzufügen kann. Dann die Hosen. Böhm, böhm, böhm. Und die Schuhe in groß. Ja, Schuhe groß muss einfach sein. So, dann hier die ganzen Gruppen noch hinzufügen. Hier. Wenn man das nämlich so macht, da passen nämlich fünf Gruppen hin. Ha? Geil! Mensch, der Franke, er lernt ja doch noch ein bisschen was. So, jetzt die Tage noch. 4 Tage, na, volle Power. Easy. Kaufen, gönn dir. Genau, die anderen machen wir dann morgen die Werbung. Gut, dann, was haben wir noch? Konzerngebühr waren 2.700 Euro. Den Kredit, ja, den können wir mal rausmachen. Kannst du abbezahlen. Ja, ne? Weil dann haben wir das Darlehen schon immer nicht weg dann und so. Ja, und genügend Geld haben wir eigentlich, ne? Doch nicht? Will er nicht? Will er nicht. Ja, So dann, was machen wir jetzt noch? Was tut er denn jetzt noch? Den Personalplan. Ja, eigentlich könnte man aber noch ein paar Mitarbeiter, glaube ich, einstellen, oder? So, Sina Marketing. Ja, aber was willst du da verändern? Sina ist doch top. So, Kassenkräfte. Ja, könnten mehr freie Tage noch gebrauchen, ne? Aber da brauchst halt noch Personal, sonst geht da nichts. Ja, da, das passt. 3 Feiertage ist in Ordnung. Weil wenn die Mitarbeiter mehr Feiertage haben, dann sind die nicht so oft krank, ne? Aber ich glaube, das ist geschickter, wenn man das anders da macht, wenn die mal einen Tag arbeiten und einen Tag frei haben. Aber gut, das muss man mal schauen.
wie sich das dann ausgeht. Ja, und sonst, ja, weiß nicht mehr, irgendwas macht er da noch. Ich sag mal, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. In der letzten, die ich noch nachvertonen muss. Und dann habt ihr wieder mein Ohr.